Erstmal gibt es eine kurze Woche beim VfB Lübeck und die geht auch gleich nächste Woche wieder weiter. Denn wir haben heute schon die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern einmal für euch beluschert. Hier ist HL Sports TV, mein Name ist Roland Kenzo und am Sonntag spielt der VfB gegen den Meister der dritten Liga. Ersten beiden guten Nachrichten kamen vom Pressesprecher Christian Jessen. Der sagte nämlich, Morten Rüdiger und Sebastian Härtner sind wieder im Training. Ob sie schon am Sonntag dabei sein können, ich wage das mal zu bezweifeln. Aber schauen wir mal, wie es denn läuft. Drei Siege in Folge hat der VfB auf dem Konto. Der FC Bayern 2 musste letzte Woche leider pausieren aufgrund des Spielausfalls gegen den SV Meppen. Bei den Meppenern gab es positive Corona-Fälle, deswegen haben sie nur ein Trainingsspielchen gemacht. Das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Vorteil für den VfB, sagte Rolf Lander, der Trainer der Grün-Weißen. Man wird sehen, wie sich das am Sonntag entwickelt. In Ferl war das jetzt zum Beispiel ein Vorteil. Aber apropos Ferl, da sagte er, dass einige Dinge gesehen hat, die halt noch nicht so gut geklappt haben, wie zum Beispiel das Konterspiel. Das muss auf jeden Fall ein bisschen besser werden und da hat er auch recht. Also da hat er jetzt noch 2 Tage Zeit. Heute Freitag, Sonnabend und Sonntag ist das Spiel. Heute Nachmittag geht es ins Training auf der Lohmühle und mal schauen, ob das gegen die spielstarken Bayern vielleicht besser passt. Übrigens mal mit einem 4-3-3 und auch mal mit einer Sturmspitze nur spielen. Also die Mannschaft ist nicht auszurechnen im Vorwege. Was gibt es noch Neues? Was sagt mein schlauer Zettel? Und zwar, wir wollen am Sonntag ready sein. Das hat der VfB-Coach auch noch gesagt. Das bedeutet, der 4. Sieg in Folge könnte klappen und damit würde sich der VfB gegen die Abstiegskonkurrenten ein Polster verschaffen, solange die denn nicht punkten. Aber es sieht ja ganz gut aus und der VfB ist jetzt endgültig in der dritten Liga angekommen. Das kann man definitiv unterschreiben. Lukas Reda war übrigens auch noch in der Pressekonferenz und ich fragte ihn, ob er denn noch Kontakt zu den Bayern-Spielern hat. Er sagte, naja, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Zu den aktuellen Spielern hat er keinen Kontakt mehr. Und ganz wichtig war, es ist für ihn nichts Besonderes, gegen den FC Bayern zu spielen. Das ist doch mal ein grün-weißes Bekenntnis und damit schließen wir heute unser Fazit vor dem Spiel, nach der Pressekonferenz. Heute ein bisschen kürzer. Wir freuen uns auf den Sonntag. Da sind wir dann danach wieder mit für euch dabei mit dem Blitzfazit. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und diesen Beitrag hier zu liken. Das war Roland Kenzo für HL Sports TV. Schönes Wochenende. Bis denn. Ciao.